Einmal in mehr als 300 Metern Höhe über Kiel hinwegschweben und das nur mit Flechtkorb, Stoffhülle und 4 Gasflaschen. Die Balloon Sail auf dem Nordmark-Sportfeld macht es während der Kieler Woche möglich. Mit gleich 3 Ballons im Team ist Pilotin Ludmilla Samborskaja aus Dortmund dabei. Für sie ist es bereits die 9. Balloon Sail bei der Kieler Woche. Ich fahre seit 1998. Ihre erste Fahrt, damals mit einem Heißluftballon, war alles andere als entspannt. Und dann war eine wunderschöne Fahrt mit Notlandung zwischen 2 Bergen, mit militärischen Hubschraubern gerettet und so weiter. Und dann war dazu sein Trainer. Und dann, ich habe ihn gefragt, kann ich auch fahren? Er sagt, und du fährst nochmal im Ballon? Ich dachte, ja. Er hat mir gesagt, zuerst fährst du. Und dann gucken wir. Dann bin ich schnell organisiert, zweite Fahrt. Ich habe Gas besorgen dazu noch mehr und so weiter. Und dann habe ich im November 1998 meine erste Pilotenschein in Litauen gemacht. Doch was fasziniert die Pilotin so sehr an der Ballonfahrt? Für mich ist das Wichtigste Freiheit. Jede Fahrt ist besonders, jede Fahrt ist anders. Du weißt nie, wo landest du. Wo startest du, dann kannst du sagen, aber wo landest du nie. Zwischen meinen 5 Favorite Länder oder Städte, Fahrten, das Kiel ist in diese 5. Diese Fahrt über Fjorde, das ist etwas Besonderes, wirklich. Glaub mir. Einen von Ludmillas Ballons fährt diesmal Oliver Koch. Ich mache es so, dass ich immer noch einmal die Führigkeit der Leinen prüfe, schaue, ob hier nichts vertüdelt ist. Und das macht man einfach, wenn man reingeht, dann habe ich einen besseren Blick. Und es fühlt sich auch verdammt gut an, nochmal in seinem Ballon zu stehen. Okay. Hat Oliver Koch den Ballon von innen noch einmal kontrolliert, kommt erstmals das Gas zum Einsatz. Währenddessen steht der Ballon bereits, den Ludmilla diesmal fährt. Die Eule. Bald darauf steht auch der Ballon von Oliver Koch. Und er hebt mit seinen Gästen ab. Insgesamt 28 Piloten sind an diesem Abend bei der Balloon Sail gestartet. Während die Gäste die Aussicht genießen, hat Pilot Oliver Koch immer was zu tun. Ich achte jetzt darauf, dass wir unsere Sicherheitsmindesthöhe einhalten. Das sind hier über der Stadt 1000 Fuß oder ungefähr 300 Meter. Die haben wir jetzt erreicht und jetzt werde ich die Höhe halten und auch selber ein bisschen diese Fahrt genießen. Es ist traumhaft schön, mit so vielen Ballonen über die Kieler Förde und über die Kieler Woche zu fahren. Das genießen wir Piloten auch total, weil es wirklich was Besonderes ist. Und nachher, wenn wir in die Landephase kommen, dann fange ich wieder an, richtig zu arbeiten. Diesmal fahren Lia Lenkowski und seine Eltern Ralf Holst und Claudia Lenkowski mit. Für Ralf Holst ist es bereits die 2. Ballonfahrt. Mit der eigenen Familie natürlich noch schöner, ne? Also mit Traumhaft. Das Wetter ist ideal heute. Wunderschön. Macht Spaß, ja. Mal so Gebäude, die man aus Kiel schon kennt, aus einer ganz anderen Seite zu sehen. Ihr habt nicht so einen guten Orientierungssinn, aber kann sein, dass mir das ein bisschen geholfen hat. Nach einer Stunde Fahrzeit schaut sich Oliver Koch nach einer passenden Stelle für die Landung um. Marco hat eine tolle Wiese getroffen, die versuche ich auch zu treffen. Ja, ich glaube, ich habe sie erkannt. Ja, aber sie sieht gegüllt aus von hier oben, die ist sehr braun. Und dann geht es mit 13 km/h auch schon abwärts. Jetzt
dürfen wir gerne gleich noch langsamer werden. Ja, ja, genau, das sind Entwässerungsgräben. So, die kippen nicht um. Immer schön locker in die Knie gehen. Nee, brauchst du nicht. Und der Landeaufsetzer kommt. 3, 2, 1 und bam! Und jetzt kommt der zweite. Wir gehen über den Graben rüber. Geil. Und zack. Und da kommt noch einer. Hoppel, 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 hoppel. Schön festhalten. Jawohl. Happy Landing. Juhu. Bis die Verfolger, die hinter dem Ballon hergefahren sind, ankommen, bleibt er stehen. Und mit dem Abbau des Ballons neigt sich der Tag dem Ende zu.